Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Erfolg. Heute begrüßen wir einen ganz interessanten Gesprächspartner bei uns. Prinz Maximilian zu Sankt-Wittgenstein Berleburg. Richtig. Richtig, es gibt ja viele Sankt-Wittgenstein-Stämme, ne? Drei, glaube ich, oder? Ja. Okay, genau, das ist mal gut, die Trennung zu haben. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, gerne. Na, direkt mal eine Frage zu Anfang. Wie unterscheidet sich dein Leben von dem ganz normalen Autonormalverbraucher in Deutschland? Überhaupt nicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ich gehe arbeiten, ja. ich habe Kosten, ich habe Einnahmen. Ja. Und das versuche ich mit der Arbeit immer viel reinzubringen. Ja, und ja. Ich arbeite halt in Immobilien. Ja, okay. Ist es so, dass du in deiner Jugend, in deiner Kindheit irgendwelche Privilegien hattest? Weil man denkt ja immer so ein bisschen, da ist jemand aus dem Hochadel, der hat gewisse Privilegien, weil er einfach einen anderen Stand vielleicht hat, vielleicht auch anders wahrgenommen wird von der Bevölkerung. Könntest du sagen, so, dass es in deiner Kindheit irgendwie, dass du irgendwelche Privilegien hattest, wo du sagst, boah, das war ganz entscheidend für mich? Gut, okay. Ich bin natürlich in einem größeren Haus aufgewachsen als andere vermutlich, aber am Ende des Tages mehr Privilegien fand ich, hatte ich auch nicht. Das war eher schwierig. Also okay. Du bist natürlich mit deinem Namen irgendwie in der Schule, bist du schon aufgefallen. Ja. Und hast natürlich da auch polarisiert in gewisser Weise. Okay. Also, manchen gegenüber positiv, manche gegenüber negativ. Okay. Und wurde ein bisschen genauer darauf geachtet, wann du wo bist. Mhm. Und natürlich schauen musst, also weil natürlich auch ein gewisses Risiko dann auch dabei ist. Okay. Also, aber mehr nicht. Also okay. Mir als Kind ist es mir bedingt aufgefallen. Ja, also vielleicht nimmt man als Kind auch nicht so wahr, ne? Das finde ich auch so eine Geschichte, wo man einfach sagt, als Kind lebt man einfach, hat Spaß. Ich bin vor allem auch auf dem Land aufgewachsen. Also die ganzen anderen Kinder waren dann irgendwie auf dem Dorf oder ja. Auch in Häusern meistens. Ja. Du hast halt an einem Haus am Wald gewohnt, das ein bisschen größer war, aber es war für alle Kinder irgendwie normal, dass jeder im Haus wohnt. Ja. Das war so. Weil klar. Im Dorf mietest du ein Haus oder du kaufst ein Haus ja. Oder du erbst es von deinen Eltern. Das heißt ja. Also, der Unterschied war nicht so massiv wie in der Stadt. In der Stadt ja. Ist ja sofort ein ganz anderer, klar. Lebst du im anderen Viertel klar. Oder lebst in einer größeren Wohnung oder kleineren Wohnung. Da glaube ich, fällt es sehr viel schneller auf als auf dem Land. Gab es Besonderheiten in deiner Kindheit? Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass du irgendwie eine gewisse Selbstverteidigungsausbildung machen musstest. Nein, also es war am Ende des Tages immer so, dass also, das wurde gern gesehen. Also ich hab Taekwondo gemacht, ich habe Krav Maga gemacht, ich habe geboxt, ich habe Muay Thai Boxen gemacht und okay. So weiter. Aber, es waren aber aus diesem alten Hintergrund, dass du dich verteidigen konntest im Notfall, wenn irgendwas ist? Oder? Nein, es waren wirklich so Sachen, die ich gerne selber machen wollte. Okay. Also es wurde gern gesehen. Also wir haben natürlich auch irgendwo wurde uns schon erklärt, was man machen sollte, in welcher ja. Situation, auch von unseren Eltern und okay. Teilweise auch durch Berater. Okay. Aber so diese wirklichen Kampfsportarten, das war ja. Eigenes Interesse und das ist halt ja. Auch eine gute Nummer. Aber es ist halt, erstens kannst du dich verteidigen. Ich habe, ich glaube, nicht einmal in meinem Leben wirklich verteidigen müssen. Gutes Gefühl, ne? Zweitens ist es halt auch eine Selbstbewusstseinsfrage. Mhm, genau. Also es ist halt, ich kann mich durchaus mit einem größeren Menschen unterhalten, ja. Ohne wirklich Angst vor ihm zu haben. Okay, okay, gut. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist dein Werdegang gewesen, beruflicher Natur? Was hast du gemacht? Du hast eine schulische, gute Ausbildung gehabt? Ja, also ich war erst ganz normal in der Grundschule bei uns auf dem Dorf. Ja. Da war ich im städtischen Gymnasium, irgendwie 20 Kilometer entfernt, was ein bisschen blöd war, wo ich dann einfach um 5.30 Uhr aufstehen musste, um 8 Uhr in der Schule zu sein. Mhm. Okay. Das war nicht das Beste, aber es ging. Dann bin ich in der 8. Klasse aus dem Internat gekommen. Okay. Sagen. Und bin dann in der 10. Klasse, in der 10. Klasse bin ich dort abgegangen und nach England auf die Schule. Habe dort meine A-Levels gemacht. Habe dann Bundeswehr gemacht, ganz normal, Gebirgsjäger. Also ich war Funker einer Gebirgsjägereinheit. Und dann habe ich studiert, erst in Madrid, auf einer amerikanischen Universität, aber in Spanien, sodass ich A, in der Sprache, die ich beherrschte, also Englisch, in Spanien studieren konnte, um eben auch Spanisch zu lernen, aber gleichzeitig auch ein Studium
umzusetzen in Englisch, sodass nicht die Noten unter der neuen Sprache leiden. Mhm. Dann bin ich von dort nach Paris auf eine Business School. Mhm. Die haben mir ein Stipendium gegeben, mit dem war ich dann in San Diego, Shanghai, Hongkong, Berlin, cool. Hanoi. Also sehr international unterwegs gewesen. Genau, immer dort auf den lokalen Universitäten und gleichzeitig hat man dann eben auch Meetings gehabt mit den lokalen Geschäftsleuten und den lokalen Politikern, sodass man eben in der Lage ist, einzuschätzen, wie das politische Umfeld sich auf das geschäftliche Umfeld auswirkt und eben auch diese interessanten Orte wirklich kennenlernt. Mich zurück nach Paris. Was hast du studiert? BWL. Mhm. Zurück nach Paris, habe dort abgeschlossen. Ich habe in Madrid parallel zu meinem Studium auch eine Firma aufgebaut und die verkauft. Was hast du gemacht? Ich habe das gemacht, was ich konnte. Ich konnte besonders gut feiern. Ich habe eine Firma. War was gemeinsam? Das ist gut. Wir haben eine Firma aufgebaut, die eben Events organisiert hat. Ja. Wir haben Partys organisiert für die Universitäten vor Ort. In Spanien dann auch. In Madrid und haben dann eben DJs aus Ibiza eingeflogen und so weiter. Und das Konzept war eigentlich immer, dass es Flatrate war. Also das heißt, jeder Student hat irgendwie 30, 40 Euro gezahlt, durfte dafür umsonst trinken, am Event teilnehmen und so weiter. Und das hat gut funktioniert. Und das haben wir immer größer gemacht. Ich glaube, der größte Event, den wir hatten, waren 4000 Leuten. Wow. Und irgendwann, als ich dann aus Madrid weg bin, habe ich mich verabschiedet aus dieser Firma und bin nach Paris. Und das Geld hat mir halt wirklich dann auch geholfen, gerade so bei diesen Sachen. Wenn man kann ein Stipendium haben und überall hingehen, aber du brauchst trotzdem irgendwie Geld, um da irgendwelche Sachen machen zu können. Sonst lernst du die Kultur nicht wirklich kennen. Ja. Und dann bin ich... Als ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich dann nach Brüssel und habe angefangen im Handelsraum einer großen Investmentbank. Okay. War das für dich immer schon so ein Ziel auch, also ein Wunsch? Ja. Okay. Also für mich war das Ziel eigentlich Banking oder Beratung, weil ich einfach der Meinung war, dass die Arbeitsweise sehr professionell ist. Und ich habe mir halt gedacht, als Basis, diese professionelle Arbeitsweise als Basis, ist für jeden Karriereschritt, den ich irgendwann mal gehen werde, wichtig. Mhm. Das war es. Also ich meine, ich kenne mich, glaube ich, im Bereich Finanzen, also ich kenne wenige, die mehr darüber wissen als ich. Und das hat mir überall immer geholfen. Also ich war lange Zeit dort, ich war mit 25 habe ich dort angefangen, mit 28 habe ich den Bereich European Frequent Issuers geleitet. Also alle Emittenten, alle Großkunden, der Fortis Bank, die Anleihen emittiert haben in Europa und das mehr als einmal im Jahr gemacht haben, waren automatisch Kunden von mir und meinem Team. Okay. Und dann ist irgendwann die Bank vor die Wand gefahren oder wurde übernommen durch die BNP Paribas. Mein Gegenstück hatte mehrere Jahre, viel mehr Erfahrung als ich in dem Bereich und daraufhin haben die mich ausgezahlt und das war eigentlich der Startschuss für mich im Immobilienbereich. Ja. Und ich hatte schon einen neuen Job und ich hatte diese Liquidität und damit habe ich meine ersten Immobilien gekauft. Ja. Und das habe ich genutzt als Eigenkapital, um meine ersten Immobilien zu kaufen. Und habe aber parallel immer in der Finanzbranche weitergearbeitet. Ja. Erst in Frankfurt bei einer Privatbank, dann habe ich einen Hedgefonds aufgebaut mit einem israelischen Partner zusammen im quantitativen Bereich. Und dann bin ich nach München gegangen und habe dort die Leitung einer Vermögensverwaltung übernommen, wo ich heute auch immer noch Geschäftsführer bin. Aber parallel habe ich ja halt dieses Immobilienportfolio immer weiter ausgebaut. Ja. Angefangen mit einzelnen Wohnungen. Ja. Das ist ja meistens so der Einstieg. Klar, wo man lernt, wie irgendwie die Mathematik, die Mathematik dahinter funktioniert. Ja. Und angefangen hat man mit Wohnungen in Frankfurt, wobei das auch halt klar kalkuliert war. Die Idee war, die EZB hat 1 Billion Euro, also 1.000 Milliarden in den Markt gepumpt. Und makroökonomisch war meine Einschätzung, darauf folgt Inflation. Das will ich in einer Inflation haben. So viele Schulden Sachwerte. Wie überhaupt möglich, weil die Schulden mit der Inflation an Wert verlieren. Natürlich. Und auf der anderen Seite Sachwerte, deren Einkommen mit der Inflation steigt. Ja. Das heißt, die Schere geht auseinander und ich kann nur gewinnen. Das war halt der Grund, warum ich jegliche Schulden, die ich aufnehmen konnte, um Wohnungen dann zu kaufen, habe ich aufgenommen. Das war zum Glück, erstens die richtige Zeit, zweitens war es das richtige Viertel. Ich habe nur im Europaviertel gekauft, in Frankfurt, und das ist die Projektentwicklung, die erfolgreichste Projektentwicklung Europas in den letzten 10 Jahren gewesen. Ja, ja. Und basierend darauf konnte ich dann größere Immobilien kaufen und habe immer größer gekauft. Ja. Das war am Ende der Weg. Ja, spannend. Würdest du sagen, dass dir dein Name öfters mal schneller Türen öffnet, die wichtig sind? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Also man hat durchaus Leute, die einen kritisch sehen,
allein schon aus der Historie bedingt. Also mhm. wenn ich mit einem Linken, also einem Wähler der Linken rede, wird er mich als Feudalherren sehen mhm. und würde mir wahrscheinlich weniger eine Tür aufmachen, als wenn ich mit jemandem aus einer anderen Partei rede. Ja. Es kann vorteilhaft, es kann nachteilhaft sein. Das ist leider die Sache. Also mein Lehrer in der Schule... Jetzt ganz kurz, Max, im Business-Bereich mhm. hast du ja nicht so viel mit sozialistischen Linken zu tun. Ich habe durchaus mit Eltern zu tun. Ne? Mhm. Ich habe die ganze Zeit in meinem Lebensumfeld mhm. habe ich immer mit verschiedenen Leuten zu tun. Im Geschäft ist es natürlich so, es ist für mich manchmal leichter, mhm. Ein Telefonat zu führen, weil mhm. ich einfach die Person ans Telefon bekomme. Klar. Ob der mir unbedingt dann die Tür öffnet, ist eine andere Sache. Ja, und was man halt feststellt, selbst wenn du in der Lage bist, ein Vorstellungsgespräch zu bekommen, also zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich zu bewerben, nach dem Studium, egal wo ich mich beworben habe, in der Regel habe ich Vorstellungsgespräche bekommen. Aber es war dann immer so, wenn in einer Vorstellungsrunde habe ich mit 4 oder 5 Leuten zu tun und jeder von diesen 4 oder 5 Leuten muss im Endeffekt grünes Licht geben. Mhm. Du bist immer einen dabei, der im Endeffekt sagt, mhm. ich habe keinen Bock mit denen zu arbeiten. Mhm. Ob es aus Angst ist oder was auch immer. Die nächste Nummer ist, wenn du über Beziehungen, über deinen Namen, über reinkommst, musst du weit mehr leisten, um wirklich weiterzukommen. Weil am Ende des Tages jeder sagt, du bist nur da, wo du bist, mhm. wegen deinem Namen. Mhm. Du musst unglaublich professionell sein, du musst unglaublich zuverlässig mhm. sein, weil es natürlich A, auf deine Familie zurückfällt, mhm. aber B, eben auch auf dich, weil die alle sagen, der ist nur da, wo er ist, wegen dem Namen, den er hat. Ja, ja. Klar, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, du musst wirklich performen. Und dann hast du natürlich, das ist aber wie die gesamte Familie aufgestellt ist. Jeder in der Familie versucht, besonders zuverlässig zu sein, weil am Ende des Tages ist diese Familienname nichts anderes als eine Marke. Ja. Eine Marke musst du pflegen. Klar. Deswegen sind wir natürlich auch unglaublich allergisch darauf, wenn irgendjemand unseren Namen nutzt, ohne ein Familienmitglied zu sein. Gibt's ja. Es gibt es leider, aber das Problem ist, nicht weil der Name dadurch irgendwie in der Presse landet, sondern schlicht und einfach, weil die nicht die gleichen langfristigen Werte mit dieser Marke verbinden, wie wir es tun. Wir arbeiten seit 1000 Jahren mit diesem Namen und planen das die nächsten 1000 Jahre auch zu machen. Und wir planen nicht irgendwie kurzfristig Karriere in der AfD dann zu machen. Ja, das ist ja zum Beispiel ein negatives Beispiel. Negatives Beispiel. Die Dame hat nichts mit unserem Haus zu tun. Ja. Einfach den Namen irgendwo herbekommen und nutzt den. Ja, klar. Und das kurzfristig, mit kurzfristigen Zielen. Seid ihr wirtschaftlich in der Familie untereinander verbandelt oder macht ihr da ganz harte Cuts und sagt, jeder ist für sich selber verantwortlich? Wir haben das Gesamthaus. Das Gesamthaus ist so, dass wir natürlich... Familienmitglieder habt ihr da so? 14 oder 15. Wir haben den Familienchef aller drei Häuser. Das war bis vor kurzem Fürstin Künstler-Wellerburg. Diese drei Häuser, jedes Haus hat seinen Fürsten, der ist eigentlich so dann im Endeffekt für sein Haus zuständig. Okay. Aber der Chef aller Häuser ist der Fürst Wittgenstein-Wellerburg, der ist vor 2 Jahren verstorben. Das heißt also, da regelt sich jetzt die Nachfolge hoffentlich bald. Wie wird das gemacht? Wird das gewählt? Nein. Also der Wellerburg ist das Familienoberhaupt. Okay. Der Stamm Wellerburg, aus dem entstammen die anderen. Okay. Aber es ist dann im Endeffekt ein Erbfall, ganz normal. Man muss halt es gibt eine Reihenfolge, wie das im Königshaus zum Beispiel auch ist. Genau, und die kann manchmal disputiert werden oder nicht. Derzeit wird sie disputiert, das heißt, bis das geeinigt ist, gibt es halt keinen übergeordneten Familienchef. Mhm. Und der Fürst verfügt über sein eigenes Vermögen. Also jeder verfügt über sein eigenes Vermögen. Das Vermögen des Fürsten ist natürlich das Größte. Weil viele Familienmitglieder eben verzichtet haben zu seinen Gunsten mit dem Ziel, das Haus stark zu halten und auch den Namen und die Heimat in früherer Weise zu erhalten. Ja. Und dann ist es so, dass manche Familienmitglieder eben noch über eigene Besitzungen und Vermögen verfügen und so fügt sich das dann alles zusammen. Aber ich bin zum Beispiel für meinen Teil der Familie und mein Vermögen komplett alleine zuständig. Mhm. Ich darf mir auch keine Hilfe erhoffen vom Fürsten. Okay. Ich muss ihm aber auch nichts abgeben. Der Fürst? Der Oberhaupt und das Oberhaupt der Familie, weil du bist ja Prinz, dann gibt es den Fürsten, wo ist der Unterschied? Schlicht und einfach, also jeder männliche Abkömmling der Familie ist automatisch ein Prinz. Und ich bin in einer erblichen Reihenfolge, wenn vor mir einfach noch Leute sterben, könnte es sein, dass ich irgendwann Fürst werde. Das ist das Oberhaupt, der Fürst. Das ist der Familie, das ist das Familie. Okay. Genau. Okay. Und also ein Fürst ist immer das Oberhaupt einer hochadligen Familie. Okay. Das heißt also, auch
der König von Spanien zum Beispiel, mhm, theoretisch gesprochen, ist ein Fürst, mhm, weil er halt das Oberhaupt seiner Familie ist. Ja. Das ist halt, nur, dass er halt dann noch einen königlichen Rang hat. Mhm. Okay. Seid ihr verbandelt mit irgendwelchen Königshäusern? Es gibt ja oftmals so untereinander Geschichten. Der ehemalige Chef meines Hauses war verheiratet mit der Tochter der dänischen Königin. Mhm. Und so ist man dann immer irgendwo verwandt. Also wir sind mit vielen Königshäusern verwandt. Allein schon über diese Schnittstelle, aber auch über vorherige Schnittstellen. Ja. Also, wird das gepflegt? Gibt es da irgendwelche Kreise, die... Durch den Familienchef selber, ja. Also der ist natürlich auf allen größeren öffentlichen Events gewesen. Aber die gibt es auch noch. Es gibt ja diese Events für den Adel noch tatsächlich. Absolut. Also er ist natürlich auf den verschiedenen, also er ist auf diesen großen königlichen Events. Wir selber als Agnaten, also als des Hauses, sind auch verschiedene Events, aber sicherlich nicht auf so vielen wie er. Ja. Allein schon, weil er eben mit der Schwester der dänischen Königin verheiratet ist. Aber es gibt natürlich die ganzen ehemaligen regierenden Häuser Deutschlands, haben einen Ball einmal im Jahr, wo sie sich alle treffen, und da sind wir natürlich auch, einfach um eben diese Beziehung untereinander schon aufrechtzuerhalten. Kann man sich das vorstellen? Ist schwierig zu sagen. Also es ist schwierig, wie läuft so ein Ball ab? Ist das eher gesittet? Wird da richtig gefeiert? Man kleidet sich schön, also es ist im Frack und im Abendkleid. Oh, es gibt eine gewisse Etikette. Man sitzt zusammen und isst zu Abend. Ja, die Etikette untereinander gibt es auf jeden Fall. Und dann wird natürlich auch getanzt und getrunken. Ganz normal. Es ist im Endeffekt wie ein großes Familienfest, weil wir uns alle seit frühester Kindheit kennen und alle uns jedes Jahr wieder treffen. Ja. Das heißt also, wir sehen das, da wir untereinander teilweise auch wirklich verwandt sind, sehen wir das als erwartete Familie. Ja. Und das Vertrauen, das hilft natürlich, weil mein Vertrauen gegenüber einem anderen Familienmitglied ist natürlich von Anfang an sehr viel höher als jemand anderen, einem dritten gegenüber, weil wir die gleichen Werte teilen, die gleiche Historie teilen, die gleichen Freunde teilen, das gleiche Umfeld teilen. Mhm. Das heißt, wenn der mich wirklich über den Tisch zieht, dann ruiniert er gleichzeitig auch sein Sozialleben. Familienproblem, ja. Absolut. Jetzt bist du ja wirklich auf den besten Internaten oder mit den besten Internaten ausgebildet worden. Würdest du sagen, dass auch das jetzt in deinem späteren Berufsleben schon sehr von Vorteil war, weil man einfach andere Netzwerke auch mal aufbaut? Ja, ich habe nie wirklich, ich bin mir sicher, dass es so ist oder sein kann. Mhm. Ich habe auf diese Netzwerke nie so richtig zurückgegriffen. Okay. Also ich war in Salem, ich war in Stowe, das sind beides exzellente Schulen in Deutschland und in England. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nie wirklich einen Job bekommen oder nicht bekommen oder ein Geschäft gemacht, weil ich in Salem oder in Stowe war. Ich habe es nie wirklich genutzt. Mhm. Bewusst nicht? Oder gab es da Gründe für, oder hat es einfach nicht ergeben? Es hat sich einfach nicht ergeben. Hin und wieder hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht. Mhm. Also, klar, jeder hat seine Up and Downs im Geschäftsleben, das ist ganz normal. Klar. Aber irgendwie hat es nie eine Rolle gespielt. Also mir saß nie irgendjemand gegenüber, der irgendwie aus Salem oder aus Stowe, der irgendeine Entscheidung treffen konnte, die für mich relevant war. Mhm. Wenn es so gewesen wäre, wäre es vermutlich so gewesen, dass er diese Beziehung geschätzt hätte und vielleicht dafür entschieden hätte. Mhm. Okay. Das kann schon seine Vorteile haben. Ja, klar. Also ist genauso wie wenn irgendjemand in einer Verbindung war bei der Universität. Mhm. Wenn ihm ein Entscheider gegenüber sitzt, der in der gleichen Verbindung war, könnte es durchaus sein, dass er sich für ihn eher entscheidet als für den Dritten. Ja, ja. Aber auch das hängt wiederum wirklich davon ab. Ja. Also ich würde, wenn sich jemand bei mir bewirbt, und das ist Teil meiner erweiterten Familie, oder er war in Salem oder er war in Stowe, schaue ich mir natürlich an. Und definitiv wohlwollend. Aber wenn die Ausbildung nicht passt oder die Leistung nicht dann passt, geht's nicht. Dann geht es nicht. Klar. Gerade aus dem Grund war es dann sehr viel schwieriger, mit die Person wieder loszuwerden. Ja, ehrlich gesagt. Ist so. Jetzt hast du vor ein paar Jahren geheiratet, ich kenne ja auch deine Frau. Du warst, glaube ich, mit der Hochzeit, die ihr damals veranstaltet habt, in der Bunden, mit Fotos. Deine Schwester Lili, kann man ja auch sagen, ist auch oft natürlich in der öffentlichen Presse zugegen. Wie schaut man da so drauf? Ist das irgendwie erstmal komisch, wenn man so ein Magazin aufschlägt und sieht die Fotos von seiner eigenen Hochzeit, oder gewöhnt man sich, das wird irgendwann total normal? Das ist normal. Also meine Schwester Lilly hat geheiratet, da war ich 13. Und das war eine Hochzeit mit 1000 Gästen, mit jeder Zeitung, die man sich vorstellen kann. Das war damals Alexander zu Schaumburg-Lücke. Genau. Und ab dem Zeitpunkt war irgendwie die Presse immer Teil des Lebens. Man lernt damit umzugehen, man weiß, was man sagt, wie man sich gibt. Okay. Gibt es da spezielle Ausbildung, die ihr genießt vorher? Okay. Nein, das gibt es nicht. Also da haben wir nichts gelernt, aber man lernt mit der Zeit, was,
Klar. Was welchen Einfluss haben wird. Wahrscheinlich, ja. Learning by doing so ein bisschen. Genau. Und man hat natürlich auch verschiedene Journalisten, zu denen hat man eine engere Beziehung als zu anderen, weil man schon einfach weiß, dass die eher was Positives in sich haben und andere eben weniger. Aber man weiß halt auch ganz genau, man merkt das sofort im Gespräch. Mhm. Genauso wie man, das ist vielleicht auch so eine Sache, als wenn man so aufwächst wie ich. Mhm. Ich merke sofort, welche Hintergründe irgendjemand hat. Ob irgendjemand was von mir möchte, nicht was von mir möchte, ob er mich eher positiv, eher negativ sieht. Man kriegt sehr viel feinere Sensoren. Ja, okay. Das ist gut. Und man merkt auch, ob irgendjemand eher an meinem finanziellen Hintergrund interessiert ist oder irgendwas. Man merkt es. Ja. Und das ist aber, das wird jetzt nicht unbedingt positiv oder negativ gesehen. Das ist schlicht und einfach eine weitere Information, die man hat, um den Umgang mit dieser Person zu pflegen. Mhm. Das, okay. das ist dann durchaus so. Ja. Jetzt sind wir ja beide unternehmerisch tätig im Immobilienbereich. Ja. Wo siehst du den Immobilienmarkt in Deutschland so in der nächsten Zukunft? Wir haben ja wirklich jetzt 10 Jahre einen absoluten Höhenflug gehabt. Hält er an? Stagniert es? Wird es mal auch zum Crash kommen? Wie siehst du das? Also ich glaube, prinzipiell kann ich mir keinen Crash vorstellen, solange die EZB bei der Politik bleibt, die sie betreibt. Mhm. Das ist ja immer so eine Sache, wenn ich eine Immobilie kaufe, dann ist es, ich logge in dem Augenblick die Situation ein, wie sie heute ist. Mhm. Das heißt also, ich kaufe zu einem Preis, ich organisiere mir eine Finanzierung, die ich auch fixiere, möglichst lange, zu diesem Preis. Und die Miete, die ich erziele, sollte meine Finanzierung, also Zins und Tilgung, bedienen können. Mhm. Das heißt also, wenn das passt, wenn das Verhältnis zueinander passt, dann ist es mir egal, was der Immobilienmarkt macht. Weil, kann ich ja auch. Die Miete muss eine Konstante sein. Die Miete ist eine Konstante. Die Immobilie muss attraktiv genug sein, dass ich da auch immer wieder einen Mieter reinkriege. Mhm. Und dann ist es mir wurscht, was passiert. Weil der Immobilienmarkt fällt und er steigt und er fällt und er steigt. Und wenn die EZB irgendwie anfängt, die Zinsen anzuheben, dann wird der Immobilienmarkt definitiv fallen. Was aber auch dramatische Folgen für die gesamte Wirtschaft hätte. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es nicht angehoben wird. Wir kommen gleich dazu. Ja. Also ich würde gleich dazu kommen. Der Punkt ist der, prinzipiell ist es mir ab diesem Zeitpunkt, wo ich das alles eingeloggt habe, egal was passiert. Mhm. Weil wenn der Immobilienmarkt fällt, er wird auch wieder dahin zurückkommen. Und ich bin ja sehr, sehr langfristig investiert über Zeiträume von 10, 20 Jahren. Das ist mir alles wurscht. Mhm. Solange ich zu irgendeinem Zeitpunkt nicht plötzlich refinanzieren muss. Mhm. Deswegen versuche ich diese Zinsen eigentlich sehr langfristig einzuloggen. Okay. Und dann ist es so, dass ich, ich habe immer das makroökonomische Bild im Hintergrund. Mhm. Ich bin halt eher von der volkswirtschaftlichen Seite. Mhm. Ich weiß, die EZB hat ein Inflationsziel von 2%. Das heißt also, auf der Seite meiner Finanzierung verliert meine Finanzierung an Kaufkraft 2% pro Jahr. Wenn ich 25 Jahre investiert bin, dann sind das schon mal 50% plus Zins- und Zinseszinseffekt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich eben die Immobilie selbst. Wenn wir uns die Mietentwicklung über die letzten 50 Jahre anschauen, dann sind die Mieten immer weiter gestiegen. Mal schneller, mal weniger schnell, aber sie sind stark. Ja, gleichzeitig zwingt mich ja die Bank von Anfang an 2% oder 3% zu zählen. Mhm. Wunderbar, das heißt, meine Schulden nehmen auch ab. Das heißt, mein Risiko, ist das höchste Risiko, was ich habe, ist am allerersten Tag meiner Investition. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt nimmt mein Risiko kontinuierlich ab. Das heißt also, solange ich die richtige Immobilie finde, solange die Erträge der Immobilie Zins und Tilgung abdecken, ist es mir egal. Ich kaufe natürlich die Immobilien meistens so, dass ich die Situation, wie ich sie kaufe, definitiv auch noch verbessern kann. Mhm. Und wenn ich das irgendwo eingeloggt habe, ist mir egal, was passiert. Mhm. Und ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass die EZB in der Lage ist, die Zinsen anzuheben. Das ist das Thema. Wir haben das Szenario in Japan gesehen. Mhm. Japan ist seit 30 Jahren im Endeffekt in dieser Zinsfalle. Die kommen da auch nicht mehr raus. Und wir auch nicht. Mhm. Wir haben ein Szenario gehabt, wo die Bundesanleihe auch mal bei 6% war oder sowas. Mhm. Das werden wir in nächster Zeit nicht sehen. Weil jedes Mal, wenn wir versuchen, die Zinsen wieder anzuheben, wird die Wirtschaft negativ reagieren. Mhm. Das ist nicht im Interesse von irgendjemandem. Meine erste Finanzierung habe ich abgeschlossen im Jahr 2001. 6,5% alle Zins, 10 Jahre Zinsbindung. Ja, ich habe, glaube ich, so, ich habe 10 Jahre später angefangen und habe auch noch so für 4%. Ja, ja. Und irgendwann laufen die aus und da freue ich mich ein wenig. Wenn du prolongierst danach und rutschst auf 1, runter, dann plötzlich freust du dich ein Loch im Bauch. Ja. Und ich glaube, sagen wir mal so, sehe ich wahnsinnig viel Luft nach oben. Ja. Ich glaube, wir haben irgendwo so ein Plateau erreicht. Mhm. Das hängt immer davon ab, steigen die Mieten oder steigen die Mieten nicht. Und das wiederum hängt von der Kaufkraft ab. Derzeit haben wir auch politisch sehr viel gegen steigende Mieten. Das heißt, also ich glaube, wir haben so ein Plateau erreicht, wo sich jetzt
keine extreme Entwicklung mehr nach oben. Nee, aber eine Stagnation der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich. Das glaube ich. Wird wohl eintreten. Ich glaube schon, vielleicht einen leicht positiven Trend, weil wir haben die Inflation und die wird sich eben auch widerspiegeln in den Mieten. Das ist einfach so. Aber nicht mehr diese explosionsartige Entwicklung. Ja. Das heißt also, der Trick ist kaufen, irgendwas, was schlecht dasteht, und das optimieren und in dem Zuge eben auch die Mieten erhöhen. Das muss nicht immer eine Wohnungsmiete sein, das kann halt auch im gewerblichen Bereich sein, dass man halt Gewerbemieten erhöht. Ja. Und ein Gewerbe, also ich habe zum Beispiel eine Immobilie in Magdeburg gekauft, da haben wir neue Aufzüge eingebaut. Mhm. Wir haben die Eingangsbereiche sehr viel schöner dargestellt. Wir klimatisieren die Büros, wir erneuern die Schließsysteme, modernisieren alles. Ja. So, einfach auch das Potenzial eben nochmal. Ja, das spiegelt sich auch in der Miete nachher. Das spiegelt sich absolut in der Miete. Mhm. Wenn ich klimatisiere, kann ich es auch umgehend in die Miete einbauen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich klimatisiere dein Büro, sondern ich gehe hin und sage, ich würde dein Büro klimatisieren, aber das muss über die Miete über die nächsten 7 oder 8 Jahre abbezahlt werden. Mhm. Und das ist halt dann eine erhöhte Miete. Das ist interessant für mich. Vor allem wollte ich auch später ein klimatisiertes Büro sehr viel leichter losbekommen als ein nicht klimatisiertes. Klar. Und es ist halt auch so, dass der Mieter oder die Mieterschaft merkt, ob du dich um die Immobilie kümmerst, ob du investierst oder nicht. Mhm. Investierst du nicht, dann wird sie nicht bereit sein, höhere Mieten zu zahlen. Wenn sie merken, es wird besser, sind sie auch bereit mitzumachen. Ja, das ist gut. Aber ich mache mehr Gewerbe als Wohnen. Also, okay, bei mir ist ja genau andersrum. Weißt du oder spürst du, dass du vielleicht auch mehr gute Offerten bekommst durch deinen Namen? Nein. Nicht, ist nicht so. Nee, okay. Eher andersrum. Also, ja, ehrlich, okay. Ja, mir wird immer erstmal Premium angeboten. Ah ja, okay. Schlechte Renditen, aber schönes Gebäude. Ah ja, okay. Das ist nicht meins. Okay, ja. Also es ist eher so, das ist der Nachteil definitiv was mit dem Namen. Egal, wo du hingehst, der Preis, der verlangt wird, ist erstmal signifikant teurer, als er von einem anderen verlangt wird. Weil es ist ja ein Prinz, der kann sich das leisten oder hat keine Ahnung. Das ist immer das Gleiche. Also musst du vielleicht ein bisschen länger verhandeln als manch anderer. Nee, ich muss von Anfang an klarstellen, dass ich genau weiß, was ich mache. Ja, okay. Also, dass ich nicht bereit bin, Premium zu zahlen, dass ich ganz genau weiß, wie der Markt ausschaut. Bedeutet aber auch, ich muss mich extrem genau mit dem Markt auseinandersetzen. Ja. Mhm. Okay. Und das tue ich. Und die Person, mit der ich dann agiere, weiß ganz genau, okay, der hat sich echt gut informiert oder weiß gut Bescheid. Okay. Anderes Gespräch danach. Mhm. Aber es ist natürlich genau das Gleiche, wenn irgendjemand Unwissendes durch die Tür kommt. Ja. Der Gegenüber merkt es. Dann weiß er, dass er andere Preise verlangen kann. Ja. Und bei mir denkt er A, unwissend, B, Prinz, da kann er mal richtig draufhauen. Mhm. Und ich muss halt auch sehr genau darauf achten, wo ich was mache. Also wenn ich bei uns zu Hause im Ländle irgendwas mache, dann sind die Preise, die abverlangt werden, erst einmal höher. Klar. Und da muss ich verhandeln. Klar, logisch. Aber ich habe es halt auch gelernt. Also ich war in China. In China verhandelt man alles. Mhm. Und das Interessante ist, man geht irgendwo auf so einen chinesischen Markt, kauft sich irgendeine gefälschte Uhr und handelt die von 100 RMB, also oder von 200 RMB auf 100 runter und denkt sich, boah, bin ich geil. Ja, und die haben trotzdem noch gutes Geschäft gemacht. Ich war 14 Monate da. Ja. Irgendwann kauft man die gleiche Uhr, die 200 kostet dann für 10. Ja. Das ist jetzt übertrieben, aber einfach ein Verhältnis gesetzt. Ja. Ja, und irgendwann stellt man fest, okay, diese ganzen Dinger fallen nach einem halben Monat auseinander. Ja. Das ist ein völliger Blödsinn. Aber es ist halt, man lernt, dass unglaublich viel verhandelt werden kann. Ja. Mein Geschäftspartner im Hedgefonds war ein Israeli. Mhm. Von Israelis kann man auch unglaublich gut verhandeln lernen. Mhm. Also der hat ganz anders verhandelt als ich. Ja. Und das sind so, ich bin halt... Ich verhandle alles. Ja. Alles, wirklich. Es ist auch wirklich alles verhandelbar, oder? Ja, es ist alles verhandelbar. Ich gehe auch im Zweifelshandel, gehe ich in einen Laden rein, wo hochwertige Mode verkauft wird und kaufe 3 Sachen und sage so, hör mal zu, mein Freund, ich kaufe dir 3 Sachen ab, jetzt müssen wir über den Preis reden, wo jeder andere sagen würde, oh mein Gott. Ich mache das übrigens auch. Ich bin hier bei, keine Ahnung, Chanel, Gucci oder was, verhandeln wir doch nicht über den Preis, das ist ja unschön. Ja, aber wenn du mich fragst, hast du im Vorfeld schon keine Chance. Wenn du fragst, hast du eine Chance, vielleicht noch einen anderen Preis zu bekommen. Du kannst höchstens verlieren. Der kann höchstens sagen, nein. Ja. Und du hast auf der anderen Seite die Sache zu sagen, okay, wenn du mit dem Preis nichts machen kannst, wo kannst du sonst noch was machen? Irgendein Goodie, ne? Kannst du mir irgendwas noch dazugeben oder irgendwas? Und auf die Art und Weise verhandelt man alles. So ist es. Und nur weil ich ein Prinz bin ich nicht zu schade, um zu verhandeln. Nee, ich meine, du bist ja genauso wirtschaftlich unterwegs wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Das ist halt einfach so. Wirtschaftlich, ja. Also ich bin Unternehmer, Vollblut. Ja. Ja. Und ich verhandle. So ist es halt. Ja. Und das ist halt die nächste Sache mit dem Namen. Mit dem Namen wird von dir immer erwartet, dass du Geld hast. Mhm. Jetzt, du kriegst die besten Tische im Restaurant oder im Nachtclub, aber dann wird halt auch erwartet, dass du richtigen Umsatz machst. Ja.
Klar, das ist so. Ja. Das bringt deinen Namen schon wieder mit sich, ne? Ja, du hast Vorteile, weil du den besten Tisch bekommen hast. Ja. Du hast Nachteile, weil erwartet wird, dass du also wirklich Geld ausgibst. Ja. Und das mache ich auch wirklich, also nur im sehr begrenzten Rahmen. Ja. Wie siehst du die Zukunft der Königshäuser in Europa eigentlich so? Bist du da, wenn die Rolle spielen, die sie jetzt spielen? Wird das weniger, wird das mehr? Ich glaube, am Ende des Tages, es wird in dem Rahmen bleiben, wo es ja. ist. Also, sehen sich die Leute nicht manchmal so in unruhigen Zeiten eher wieder nach so... Ja. Das glaube ich. Deswegen glaube ich auch, dass sie in der Form erhalten bleiben. Ja. Also wenn wir jetzt Spanien muss sich erstmal wieder stabilisieren, England. Und das ist im Endeffekt freut auch also, ein bisschen Unruhe drin, ja. Die Leute mögen trotz allem die Tradition. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, also es gab auch so Phasen in Deutschland, wo ich mir gedacht habe, was wir für untalentierte Präsidenten hatten und haben, das ist echt absurd. Und ich glaube, es ist schade, dass wir uns in Deutschland so repräsentieren lassen. Ich glaube, es ist besser in anderen Ländern, in England zum Beispiel, wo einfach jemand dazu geboren wird und jahrelang, also sein ganzes Leben lang für ausgebildet wird, um dieses Land zu repräsentieren und das dann eben auch langfristig möglich macht. Wir haben teilweise hier in Deutschland Präsidenten gesehen, es war zum Schämen. Und ich bin eigentlich kein Monarch. Ich bin wirklich erfolgswürdig, ich bin Demokrat und so weiter. Aber aus der Traditionsbrille und aus repräsentativen Perspektive finde ich es nicht verkehrt. Das ist auch irgendwas, woran sich Deutschland festhält. Ja. Ja. Das sollte nicht unbedingt jemand sein mit exekutiver Macht, wie Angela Merkel, die sich im Übrigen ja auch an der Macht festhält wie kein anderer. Ja. Zu jedem Preis. Und sehr wenig in Erscheinung tritt leider in den letzten Jahren. Ne? Wenn dann negativ. Ja, wenn dann negativ. Das ist so, ne? Ja, das stimmt schon. Zum Abschluss, Max, wenn junger Mensch dich fragen würde, Mensch, gib mir mal einen Tipp für meine Karriere. Was ist wichtig? Worauf soll ich Wert legen? Was soll ich tun? Welche Skills brauche ich? Was würdest du ihm empfehlen können? Oder welche Ratschläge würdest du ihm geben? Also erstens, du bist für deine Finanzen selber verantwortlich. Mhm. Du kannst nicht dein Geld irgendeinem Dritten geben und hoffen, dass der für dich dein Vermögen aufbaut. Du bist selber verantwortlich. Okay. Lerne die Mathematik, die dahinter steht und setz dich damit auseinander. Okay. Kauf so früh du kannst eine Wohnung. Okay. Du kannst nur gewinnen. Ja. Du zahlst keine Miete mehr, sondern du zahlst Zins und Tilg. Ja. Und jeder Tilg der Euro geht in dein persönliches Vermögen rein und wird vom Staat sogar noch steuerlich subventioniert. Ja. Ja. Das sind sicherlich mal zwei Sachen. Dann die dritte Sache, trenne, du hast deinen Beruf auf der einen Seite, du hast immer noch deine Privatfinanzen auf der anderen Seite. Mhm. Kümmere dich um deine Privatfinanzen genauso gut, wie du dich um deinen Beruf kümmerst, weil die Privatfinanzen ist das, für das du gearbeitet hast. Ja. Jeder Euro ist unglaublich hart verdient. Mhm. Schau, also gerade wenn du wenig Geld hast, schau, wo du den günstigsten Mobilfunkvertrag abschließt. Mhm. Schau jedes Jahr nach deinem nach deinem Stromtarif, nach deinem Gastarif. Schau jedes Jahr nach deiner Versicherung. Mhm. Da sparst du wirklich Geld. Mhm. Und jeder Euro, den du da sparst, den hast du teuer verdient und versteuert und so weiter und so fort. Mhm. Ich bin 40, ich mach's trotzdem noch. Ja. Ich schaue mir immer noch an, welcher Vertrag ist der beste für mich. Ja. Das ist Routine für mich. Ja. Und so spare ich auf dieser Seite Geld. Und es ist nicht so, dass ich mit irgendeinem Mobilfunkvertrag, also vielleicht kann ich mit manchen Netzen besser telefonieren als mit anderen, aber ob ich den jetzt von irgendeinem Billiganbieter kaufe oder von der Telekom, macht überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Es gibt, da gibt es kein Premium. So, man muss halt einfach sich die ganzen Sachen anschauen. Das Privatvermögen ist ehrlich gesagt das Wichtige. Ja. Weil das steht immer noch da, auch wenn du deinen Job verloren hast. Okay. Klar ist die Karriere wichtig. Okay. Aber schau, verwalte deine Privatfinanzen. Ja. Also Eigenverantwortung, frühes Investment in vernünftige Investments und Sparsamkeit im privaten Bereich. Also ich habe meine erste Wohnung gekauft für mich, also in dem Augenblick, wo ich konnte, wo ich ein bisschen Geld gespart hatte. Ja. Und das war die andere Sache. Ich habe halt gespart. Während andere Freunde von mir feiern gegangen sind oder im Urlaub waren, da war ich vielleicht mit im Urlaub, aber ich habe wirklich auf meine Kasse gespart. Aber ja, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, es geht beides. Es geht beides. Aber es ist halt so, ich habe das Geld gespart, mir vom Mund abgespart, um meine erste Wohnung dann zu kaufen. Ja. Das Vermögen, was ich aufgebaut habe, ist unabhängig von meinem Familienvermögen. Ja, ja, ist gut. Auf die Art und Weise. Ja. Gut, ja, Max, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Coronavirus und trotz aller Aktivitäten, die so jeden Tag anstehen auch. Vielen Dank. Ich hoffe, du hast kein Corona. Nee, ich glaube nicht. Wir können gleich eins trinken gehen, aber ist vielleicht noch ein bisschen früh heute am Tag. Du schaust ein bisschen krank aus. Ja, gut. Bist du sicher? Ist ja noch mal, ich habe viel um die Ohren. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Inside Erfolg. Vielen Dank.